Hallo Freunde, heute soll es um den Drexler-Gegenangriff gehen. Und zwar eine bestimmte Variante. Der Drexler-Gegenangriff entsteht hier nach Läufer C5, diesem Gegenangriff gegen F2. Und heute wollen wir ganz konkret nur die Variante nach Springer F7. Läufer schlägt F2 Schach und König F1 und dann schauen. Und was da für wilde Sachen bei rumkommen können und wo selbst die Computer quasi im Sekundentakt hin und her springen, ne? Ein Minenfeld sondergleichen. So, in dem Sinne, los geht's. Nun, zunächst mal sehen wir, dass hier diese Gabel ja immer noch existiert, so dass Weiß droht die Dame zu gewinnen und Schwarz spielt Dame E7. Und jetzt ist es hier ganz wichtig, aus schwarzer Sicht den Zug D7, D5 zu spielen, weil es einfach mit Tempo ist, ja, auf diesen Läufer. Und dieser Läufer auf C8 soll frei werden. Und in meinen Anfängen, als ich es die ersten Male probiert habe, diese Öffnung zu spielen, habe ich jedes Mal Springer E4, achso, hier der schlechte erst, Entschuldigung, habe ich jedes Mal Springer E4 gespielt, weil ich dachte, boah, super, jetzt kommt die Dame hier in irgendeiner Form raus, ja, und der ist jetzt gedeckt und wunderbar. Und jedes Mal habe ich mich geärgert nach D3. Ich kann die Figuren überhaupt nicht halten, ja. Der Weiße kommt hier auch noch zum Gegenangriff und oh, ich denke, nee. Deswegen, irgendwann muss ich es mal lernen und habe dann D5. Das ist der wichtige Zug für Schwarz. Nach E mal D, Springer D4. Das ist ja, Teil des Plans. Jetzt sehen wir, dass der Springer hier sehr dominant im Zentrum steht und gegebenenfalls hier mal versucht, diesen Turm zu schlagen, der öfter mal in einigen Varianten fallen wird. Die Hauptdrohung jetzt für Schwarz ist es aber hier, mit diesem Läufer von C8 nach G4 zu gehen. Und auf einmal hat die Dame keine Felder mehr. Und das ist ja die Hauptdrohung schlechthin. Und jetzt ist der Zug D5, D6. Der wurde immer von allen Seiten und von vielen Seiten als ja, Superzug dargestellt und ist auf jeden Fall auch der beste, keine Frage. Aber ich habe erstaunlicherweise für Weiß keinen Gewinnweg gefunden, ne, trotz dieses Zuges. Wir schlagen mit dem C-Bauern zurück. So, und jetzt spaltet sich das Spiel mehr oder weniger. Denn jetzt hier muss Weiß sich entscheiden, wie möchte er vorgehen. Die eine Variante ist, König schlägt den Läufer auf F2. Die zweite Variante ist, C3 zu spielen, um den Springer D4 anzugreifen. Und Alternativen haben wir dann noch, wenn wir jetzt hier versuchen, in irgendeiner Form hier nochmal einen Schach zu geben, ja, oder den Springer zurückziehen. Solche Nebenvarianten, die gucken wir uns gleich an. Wir fangen einfach mal an mit dem Zug C2, C3. Denn der möchte nach Läufer G4 hat er sich hier das Feld geschaffen, um entsprechend einen Schach zu geben. Die Dame zu retten, Schach geben, alles scheint wunderbar zu sein. Schwarz spielt Springer D7, wehrt das Schach ab. So, und jetzt sehen wir, dass im Grunde hier eine Figur hängt, hier hängt eine Figur. Und trotzdem, egal welche Figur Weiß auch nehmen mag, Schwarz kommt den Vorteil oder holt zumindest den Ausgleich. Das ist total erstaunlich, ja, faszinierend. Fangen wir mit dem für Schwarz am besten an, nämlich wenn dieses C schlägt, jetzt muss ich es eben suchen, da, C schlägt, D kommt. Ja, was macht Schwarz? Er schlägt hier auf D4 zurück. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir den Läufer F2 gerettet. Und alle Figuren, hier zwei Läufer, die wirken natürlich hier auf extrem viele Felder. Ja? Und ich drohe einfach mit der Dame über F6 jetzt nach F2 einzugehen. Und problematischerweise kann ich damit Weiß überhaupt gar nicht so richtig viel gegen machen. Ja? Total erstaunlich. Wenn ich jetzt hier sofort mit dem König wegrenne, kommt trotzdem Dame F6. Und dann habe ich noch als Option Turm F1, um das Feld F2 hier noch einmal zu kontrollieren. Aber dann folgt Dame H4 Schach und wir sehen ja immer wieder, dieser Läufer hier spielt eine entscheidende Rolle, dass der König nicht fliehen kann. Und nach G3, Dame schlägt H2, hängt einfach der G3 und dann würde wieder Matt drohen, sodass
Weiß jetzt in irgendeiner Form versuchen muss, den G3 zu decken, und das geht mit Dame B3. Was uns also erstmal auffällt, auf jeden Fall, ist quasi diese nicht mitspielenden Figuren, und das seit 16 Zügen quasi. Er hat natürlich hier in Anführungsstrichen einen Turm und einen Springer mehr, aber wenn die nicht mitspielen, dann bringen die auch nichts. Ne? Im Gegenteil, die schwarzen Figuren, die mitspielen, spielen richtig massiv und aktiv mit. Und dieser Zugturm C8 hat schon wieder die nächste ganz, ganz klare Drohung. Wenn jetzt nämlich zum Beispiel Schwarz-Weiß sich auf die Idee kommt, hier sich zu entwickeln, ja, zum Beispiel mit Springer A3, dann würde der Keulenschlag Turm schlägt C4 folgen. Und wir sehen, dieser Läufer hier von C4 deckt das Feld E2 und der wird quasi entfernt. Und die Dame ist ein bisschen überlastet, denn wenn sie jetzt hier auf C4 schlagen würde, wäre einfach auf G3 der Bauer wieder ungedeckt. Ja? Was auch wieder zum Matt führen würde. Und also gut, dann ist Springer A3 natürlich sinnlos in dem Sinne. Was haben wir für Alternativen? Wir könnten die Dame nach D3 stellen, um nach Turm schlägt C4 uns weiterzuentwickeln. Jetzt haben wir hier die Grundlinie so ein bisschen entlastet, in Anführungsstrichen. Wir haben mit dem Springer E2 noch das Feld E2 gedeckt. Problematischerweise kommt nach Springer C5 ein Angriff auf die Dame hier. Und die Dame hat überhaupt keine Felder mehr, um den G3 gedeckt zu halten. Also ist wirklich, wirklich erstaunlich, das Zusammenspiel aller Figuren von Schwarz, ne? So dass der weiße König erlegt wird. Und so, das war die Variante nach C schlägt D. Jetzt schauen wir uns mal die Variante an, wenn Weiß auf F3 schlägt, auf F2 schlägt. Dann kommt die Dame hier mit Schach. Und im Grunde hat Weiß natürlich viele Möglichkeiten, ja, hier mit dem König hier rumzuwandern und G3 zu spielen. Und okay, G1 fällt relativ schnell raus wegen Dame E1 matt. Respektive im nächsten dann jetzt hier natürlich so. Ne? So. Bleiben nicht mehr so viele. Nach E3, da habe ich natürlich auch das große Problem, dass der König hier anfängt, an die frische Luft zu kommen. Ja. Und hier kann Schwarz jetzt mit der langen Rochade auch noch den Turm ins Spiel einbinden, vor allem aber auch diesen Springer von D7 entfesseln, sodass der jetzt hier auch noch ins Spielgeschehen eingreifen kann. Ja. Und so Drohungen wie Dame G5 Schach haben wir hier auch jederzeit, und die schwarze Stellung ist völlig übermächtig. Ein Beispiel: wenn Weiß den Springer auf D4 schlägt, schlagen wir auf D4 mit Schach, und nach König D4 könnten wir zum Beispiel Läufer D1 Abzug Schach und die Dame gewinnen. Noch viel stärker ist aber der Zug Springer C5, was auch die Dame angreift, und die hat ein Problem, die kann nämlich gar nicht so richtig weg, denn wenn sie wegzieht nach A7, folgt Dame G5 Schach, der König kann jetzt nicht mehr zum Damenflügel rüberrennen, und nach König E3 greift der Turm über die E-Linie ein und setzt hier Schachmatt. Also wir sehen ein heilloses Durcheinander, ja, ein Minenfeld sondergleichen hier in dieser Stellung, und deswegen muss Weiß quasi G3 spielen. Und hier ist jetzt Dame F6 der beste Zug für Schwarz. Gibt einen Schach. Und wieder muss sich im Grunde Weiß entscheiden, wo er hin möchte. Und E1 ist hier definitiv das beste Feld und führt nach Springer F3 Schach. König D1, Springer D4 Abzug Schach. Aber der Springer kontrolliert eben das Fluchtfeld. Und danach König E1, Springer F3 würde die Stellung Remis ausgehen. Und das ist so ziemlich eine der wenigen Stellungen, die Remis ausgehen, wo sich Weiß halten kann hier in dieser C3-Variante. Denn wenn der König jetzt zum Beispiel nicht nach E1 ginge, sondern irgendwie nach G2 als Beispiel, hätte er immer das Problem, dass er hier gejagt wird. Ja, das, hier steht er natürlich. Und das könnte jetzt zum Beispiel mit Dame F3
würde Nachläufer H3 die Problematik mit dem Feld G2 schon nicht mehr zu lösen sein. Und wenn nach Dame H4, nach G3, Dame F6 Schach, König E1, Springer F3. Jetzt muss der König, wie wir gesehen haben, nach D1 zum Dauerschach wegrennen. Würde er jetzt hier in irgendeiner Form auf die F-Linie betreten, würde der Springer nach G5 abziehen. Und jetzt sehen wir, dass wenn der König jetzt hier in irgendeiner Form über G2 geht, dass er sofort auf H3 matt gesetzt wird. Und wenn er nach G1 geht, ist es auch sehr ähnlich. Dann kommt eben erst das Schach und dann das Matt. Auch das ist kein Problem. Ja, ihr seht, der Weiße hat hier echt ein Problem. Er muss hier in das Dauerschach einwilligen. Und deswegen ist das Beste, was Weiß überhaupt total erreichen kann, in dieser Stellung, wenn er mit C3 jetzt hier spielt, ein Dauerschach. Und das ist natürlich aus weißer Sicht jetzt nicht so sonderlich erstrebenswert. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn der Weiße den König auf F2 schlägt. Ja, hier spielt Schwarz erstmal Läufer G4. Eine der Hauptideen von Schwarz in diesem System. Und jetzt die Dame angegriffen. Und die Dame hat im Grunde drei Möglichkeiten. E1, F1 und G1. Und eine davon ist die mit Abstand klar beste. Und ihr dürft gerne selber mal raten davon, welcher es denn sein soll und kann. Wir fangen mal mit Dame G1 an. Das ist der mit Abstand schlechteste. Denn jetzt kommt Springer E4 Schach. Und wir sehen, das Rückzugsfeld G1 steht dem weißen König hier nicht mehr zur Verfügung. Und er wird jetzt gejagt, bis er matt ist. Und das ist gar nicht mal so viel und gar nicht so schwer. Denn die beiden Springer nehmen natürlich extrem viele Felder weg. Der Läufer wirkt mit. Und ja, schauen wir uns zunächst mal an, wenn der König nach E1 geht, dann folgt Springer C2 Schach. Der König hat nur noch ein Feld und dann wird er auf der F-Linie matt gesetzt. Und wenn er nicht nach E1 geht, sondern zum Beispiel nach E3, dann folgt Dame G5 Schach. Und der König wird sozusagen hineingezogen auf die altklassische Art und Weise, dass der König jetzt hier über das ganze Feld läuft. Er schlägt unseren Springer. Jetzt gehen wir auf E6 ein Schach. Der König hat wieder nur ein einziges Feld, nämlich D5. Und wir sehen, ja, er kommt immer näher, Läufer E6 Schach. Und jetzt würde nach König D6 kann sich dann der Schwarz ist natürlich ein lustiges Bild, ja. Der König nach 15 Zügen auf D6 im gegnerischen Lager. Vielleicht glaubt er, wenn er die Grundreihe erreicht, hat er gewonnen. Also. Aber auch die erreicht er nicht. Denn zum Beispiel nach der langen Rochade hat der König wieder nur ein Feld. Und dann nach Dame C, Dame E7, ist der König auf C5 Schachmatt gesetzt. Ja, ihr seht, es ist. Das kann nicht gut ausgehen, ja, wenn der König hier übers ganze Brett gejagt wird und auch wenn er nicht auf E4 den Springer schlägt, sondern nach D3 geht, dann wird er eben gezwungen. Ja, wir sehen, er kommt einfach nirgendwo hin, er muss hier quasi schlagen. Und dann schlagen wir auf C4 den Läufer und jetzt haben wir zwei Mattdrohungen, nämlich Dame F4 und D6, D5. Eine davon kann Weiß abwehren, die andere nicht und dann kann er sich aussuchen, wie er matt gesetzt wird, ja, zum Beispiel nach Dame F2, D5. Also, das war schon mal diese Dame G1-Variante. Ja, die geht überhaupt gar nicht für Weiß. Als nächstes schauen wir uns mal den Zug Dame E1 an. Und ja, der rennt jetzt zunächst erstmal hier in diese Gabel rein. Und jetzt muss die Dame doch wieder wegziehen nach F1. Und Schwarz kann mit dem aktiven Zug lange Rochade, den Turm, der vorher noch hier etwas inaktiv in der Ecke stand, auch noch aktivieren und zum Beispiel den H8 zu schlagen drohen. Und dann sehen wir, dass im Grunde
Weiß nur noch den Turm mehr hat, der hier aber eingeklemmt ist, ja, der quasi auch weg ist. Und dann muss man schon langsam aufpassen, dass Schwarz hier nicht mit Materialvorteil rausgeht. Und deswegen versucht Weiß hier den Springer zu retten, nach F7. Und Schwarz spielt Turm F8. Und ja, wenn der Springer irgendwie wegzieht, ja, dann können wir mit Springer F6 nach E4 mit Doppelabzug sonstigen Schachs schon wieder Drohungen aufstellen, sodass der Springer von F7 nicht wirklich rauskommt. Und wenn jetzt Springer C3 ein normaler, in Anführungsstrichen, Entwicklungszug käme, kommt, was ja auch vernünftig ist, ja, dass das jetzt gegebenenfalls mal der weiße Turm sich retten könnte, sodass wir den schlagen müssen. Und ja, jetzt sehen wir, dass im Grunde Weiß immer noch diese eine Mehrfigur hat, aber die ist hier gefangen, ja? Und mit allen möglichen Drohungen auch noch diese Abzugsschachs, dass jetzt hier der Turm und die Dame gegenüberstehen, bilden so viele taktische Minenfallen, ja, dass Schwarz seine Figur zurückgewinnen wird. Wenn er jetzt zum Beispiel mit Springer B5 auf Gegenangriff geht und nach dem Motto hier entweder auf A7 oder besonders auf D6 seine Figur zu retten will, macht er auf den ersten Blick einen soliden Eindruck. Aber dann folgt D5 und schon sehen wir, dass nicht nur der Läufer angegriffen ist, sondern eben auch die Verbindung vom Läufer C4 Richtung den F7 gekappt wurde. Und Weiß hier ein Problem hat. Wenn er zum Beispiel auf A7 Schach gibt, vom König B8, dann hängen auf einmal drei Figuren gleichzeitig. Und das ist alles so taktisch kompliziert, ein reines Minenfeld. Aber ich glaube, so rein in der Praxis ist die Chance, dass Weiß hier fehlgreift, auch höher. Weil letzten Endes immer dieser König noch im Mittelpunkt steht von Weiß. Und wir schauen mal, wenn nicht Springer B5, sondern wenn jetzt hier Dame D3 kommt. Das wird vom Computer als Bestes vorgeschlagen, denn der Gegenangriff gegen den D6. Und hier sollte Schwarz den Zug Läufer H5 spielen, mit Angriff auf den Springer F7. Er sollte nicht hier den Springer schlagen und die zwei Figuren gegen den Turm tauschen, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Aber das Problem ist, dann hat Weiß einen ganzen Turm mehr und den nutzt er jetzt auch mit Turm F1. Ja, spielt den oder lässt den Turm mitspielen. Der König wird sich in die Ecke verkrümeln und dann auch bedingt durch so Züge wie Dame B1 kann es sein, dass das Schwarz hier leer ausgeht, ja, mit dem ganzen Turm weniger. Und deswegen Läufer H5 hier der beste Zug. Und jetzt könnte Weiß auf D6 nehmen und er kann das mit der Dame oder mit dem Springer machen. Und wir schauen uns zunächst einmal die Dame an. Dann folgt aber der Zug Turm schlägt F7, denn jetzt ist die Dame auf einmal ungedeckt. Ja, wir haben eine Figur gewonnen und nach dem Tausch entsteht ein ungefähr ausgeglichenes Endspiel. Ja, Weiß hat zwar das Läuferpaar, aber unser Springer kommt dafür raus. Das ist, ja, hier ist natürlich jetzt mit konkreten Varianten jetzt schwierig weiter zu rechnen. Hier ist wahrscheinlich in etwa ausgeglichen. Aber wir müssen mal schauen, wenn nämlich nicht die Dame hier auf D6 schlägt, sondern wenn der Springer auf D6 schlägt. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Ne? Den Springer retten, sogar mit Schach. Und wenn der König jetzt hier weggeht, dann würde der König vielleicht irgendwie in Sicherheit kommen oder sowas. Aber hier gibt es wieder den nächsten Keulenschlag, denn Schwarz spielt Dame schlägt D6. Holt sich die Figur einfach zurück, denn wenn die Dame schlägt, kommt Springer E4, Doppelabzugschach. Und die Dame von Weiß ist auch wieder weg. Der Läufer D3 hängt und ja, der Springer von A1 kommt über C2, gegebenenfalls unter Hilfe von Läufer G6 wird er irgendwie rauskommen. Und dann haben wir hier auch wieder eine in etwa ausgeglichene Stellung nach all diesen ganzen Minenspielfeldern hier. Auch eine interessante Stellung. Aber wie gesagt, ich denke immer noch, dass das
weiß hier ein Minenfeld nach dem anderen betreten muss, ja, und das deutlich schwieriger hat, bis hier hinzukommen. Aber uns fehlt noch ein weiterer Zug. Und zum Schluss wollen wir uns noch den Zug Dame F1 anschauen. Und zunächst einmal möchte ich euch eine Großmeisterpartie zeigen, die total wild und spannend war. Und die ging hier weiter mit dem Zügen D5, C3, Springer C2, Schach. Und auch wenn ich überhaupt nicht jeden Zug nachvollziehen konnte, aber der Computer hatte immer angezeigt, dass das Weiß noch besser steht. Und wir sehen hier eine Abwicklung, würde ich es mal nennen, dass Weiß die Dame gibt und dafür aber ganz viele Figuren bekommt von Schwarz und diese dann im Endspiel verwandeln kann. Und hier mit H3 ging die Verwandlung los. Er kann die Dame hier aber auch erzwungenermaßen quasi gar nicht mehr so richtig retten, weil dann würde nach Springer E4 schon ein Mattangriff wieder starten. Ja. Das soll nur mal exemplarisch hier diese Variante dastehen, dass das Weiß quasi jederzeit hier auf dem Pulverfass steht und er quasi immer die einzigen Züge gefunden hat, so ungefähr. Aber wenn er sie eben findet, ja, dann gibt er hier die Dame und jetzt haben wir das Problem, dass Weiß jetzt beginnt, mit D4 seine Figuren rauszubekommen. Ja? Der Springer H5 hängt, der E2 hängt, also muss man irgendwas retten. Aufgrund dieser Fesselung des Turmes konnte man jetzt die Figuren noch retten, aber das gab eben dem Weißen die Zeit, sich zu entwickeln. Ja? Und jetzt sehen wir, dass Weiß seine Puppen rauskriegt und zwei Türme gegen die Dame, das ist okay, aber dann eine ganze Figur mehr für Weiß und noch einen Bauern mehr für Weiß. Und das ist schon zu viel in dem Sinne. Und wir sehen, dass die Partie auch sehr, sehr schnell endete, weil Weiß sehr, sehr einfache und gute, druckvolle Züge machte mit seinen jetzt entwickelten Figuren. Das war die Partie Ninow gegen Dinev. Und dann dachte ich mir, okay, Moment, irgendwo muss es doch eine Verbesserung geben. habe ich mal den Rechner wieder angeschmissen so ein bisschen und mir so ein paar Varianten angeschaut, wie es nach Springer C2 ausgehen könnte. Immerhin bekomme ich ja jetzt als Schwarzer hier auch diesen Eckturm wieder zurück und Weiß entwickelt einfach mal die Figuren. Das macht total Sinn, die Figuren mal rauszubringen. Schwarz muss den Turm schlagen, denn sonst droht er vielleicht mal wegzuziehen. Und Weiß denkt sich, okay, alles klar, mit Figuren tauschen, das entlastet ja immerhin meinen König hier auf F2, der ja immer noch ein bisschen komisch steht. Und jetzt drohe ich mit Springer F7 vielleicht die Puppen rauszubringen. Und Schwarz versucht das mit Läufer E6 zu verhindern, dass der Springer rauskommt. Und nach dem Tausch möchte ich jetzt den Springer auf H8 irgendwie fangen mit Schwarz. Und wenn ich meinen Springer auf A1 auch noch rauskriege, habe ich ja immerhin einen Ausgleich bei gleichen Bauern. Sieht ja nicht so schlecht aus. Und wenn man jetzt auch als Mensch hier auf diese Stellung guckt, dann denkt man, oh, was würde ich jetzt hier als Mensch ziehen? Und als Mensch hat man ja immer so ein bisschen Angst um seinen eigenen König. Und man kommt hier vielleicht auf die Idee, erstmal H3 zu spielen und den eigenen König in Sicherheit zu bringen. Und das ist einfach so eine Stellung. Ja, man darf einfach keine Angst haben. Denn Schwarz rochiert lang und dieser Springer fällt jetzt. Und vor allem, der kommt natürlich auch raus. Und ich habe, wenn Weiß versucht, mir diesen Springer hier zu fangen, habe ich immer die Möglichkeit über diese Schachs und damit C4. Jetzt sehen wir, dass die weißen Figuren, die Dame B1, ja, der Läufer C1, die stehen alle so ein bisschen passiv da hinten so rum. Und wenn die Dame den Springer erobert, dann würde nach Turm F1 schon dieses Mattbild folgen. Das heißt mit anderen Worten, man kann den hier schon gar nicht schlagen. Aber wenn ich den gar nicht schlagen kann, dann stehen die Figuren da oben immer sehr komisch. Ja? Und Weiß muss hier aufpassen. Er kriegt den König auch nicht raus und der Turm steht auch
Also ihr seht, so als menschlicher Zug in Anführungsstrichen H3, das funktioniert nicht so richtig. Der andere menschliche Zug wäre hier so Dame bis am Schach. Und dann geht der König rüber und weiß, erobert einen Bauern, greift den Turm an und der rettet sich und sichert auch dem Springer A1 so ein Rückzugsfeld. Und der weiße Springer kommt einfach auch nicht raus. Und wir sehen, wie schnell, obwohl die Stellung objektiv okay ist für Weiß, jetzt nicht gewonnen, aber okay, Heimatangriff hat Schwarz hier nicht mehr, aber auch trotzdem kann er hier immer noch sehr schnell und sehr einfach fehlgreifen. Nämlich, wenn er jetzt hier einfach nur versucht, diesen Springer zu bekommen, dann aktiviert sich der schwarze Turm auf einmal und wir sehen, dass der König jetzt hier zurückgehen muss und dieser Turm auf einmal nicht so richtig mitspielt, sodass dieser Springer jetzt hier sich retten kann, Mattdrohungen entstehen. Und das ist gar nicht so einfach für Weiß. Im Gegenteil, das ist sogar gut für Schwarz. Warum muss der König zurück? Kann der jetzt hier nicht nach G3 gehen? Auch nicht so richtig wirklich, denn nach Dame H6 droht schon auf F4 und eine Königsjagd. Und auf einen Schach bringt auch nicht so viel, denn den Springer will ich ja sowieso schlagen. Und wenn ich dafür den A1 abgebe, dann kann ich hier eben jetzt den König jagen. Und H5, der überraschende Zug. Und jetzt auf einmal ist doch der weiße König hier unter Beschuss, dass hier ein Matt droht. Ja? Und damit C4, Schach. Und diese Stellung ist völlig überraschend, dass sie sehr, sehr gut ist für Schwarz. Denn nach so Zügen wie König H4, wir sehen, dass dieser König hier sehr, sehr luftig steht. Ja? Und obwohl Weiß diese Mehrfigur hat, steht der König hier einfach sehr, sehr luftig. Und das ist gut für Schwarz. Ihr seht, wie schnell und wie einfach man hier fehlgreifen kann in dem Sinne. Ja? Und deswegen ist der beste Zug für Weiß hier sicherlich selber, den eigenen Turm aus der Ecke rauszubringen und mal zu aktivieren. Ja? Wir retten unseren Springer und schlagen den Eckspringer. Und nach Dame A7 hat Weiß jetzt in der Tat diesen einen Bauern mehr und vor allem zwei verbundene Freibauern am Königsflügel. Das ist mit Sicherheit gut spielbar für Weiß. Wir zentralisieren unsere Figuren weiterhin und machen ein Luftloch. Und die Idee ist jetzt, den Springer zu aktivieren und quasi den Weißen daran zu erinnern, dass sein Läufer auf C1 einfach noch nicht so richtig mitspielt. Ja. Objektiv ist trotzdem okay, die Stellung für Weiß, aber wir sind hier im 23. Zug, ja, und er hat so viele Minenfelder hier durchschreiten müssen, um an diese Stellung zu kommen. Und die ist jetzt besser für Weiß, keine Frage, aber jetzt noch nicht so, dass sie irgendwie klar gewonnen ist oder so. Ja? Auch wenn sie schon gut ist, keine Frage. Und das ist ein Minenfeld, da muss man als Weißer erstmal durchkommen. Und deswegen Drechsler Gegenangriff, auch nach König F1, alles andere als so richtig einfach. Und jetzt schauen wir uns noch zum Abschluss noch diese Nebenvarianten an, wenn Weiß versucht auf F7 die Figuren wieder rauszubekommen. Fangen wir als erstes mit dem Zug Springer F7 an, denn der ist ja relativ leicht zu widerlegen, denn die schwarze Drohung war ja Läufer G4 und diese Dame hier zu fangen. Und die hat jetzt in der Tat auch keine Probleme, die hat keine Probleme mehr, die ist nämlich weg. Und Weiß kann jetzt noch versuchen, so viel Material wie möglich hier für die Dame einzusammeln. Das Problem ist, nach D5 wird auch noch die Verbindung von Läufer zu Springer unterbrochen, ja, dass der auch noch weg ist. Und auf C2 ist ja sowieso noch der Turm da eingeklemmt da hinten. Ja. Und die Hoffnung auf E5, diese Linien zu öffnen, um die Dame zu gewinnen, scheitern eben an Springer E4 Schach, dass die Linie blockiert ist. Und dann Springer C2 und dann ist eine Gabel und der Läufer ist auch weg und dies und das und eigentlich ist alles weg. Das geht mal überhaupt gar nicht für Weiß. Dann versuchen wir mal Läufer F7. Also, Läufer F7 Schach.
Der König geht nach F8 und die Drohungen Läufer G4 bestehen ja immer noch. Und wenn Weiß jetzt hier auf F2 nimmt, analog zu eben, die Varianten ähneln sich natürlich. Der einzige Unterschied ist, dass der König hier auf F8 steht und der Läufer auf F7. Und so komisch das klingt, ist wahrscheinlich für Schwarz eine verbesserte Version, denn die beiden Figuren stehen sich so selber im Wege rum. Ja? Und nach Läufer G4 muss die Dame jetzt schon wieder irgendwie ziehen. Und wenn sie jetzt analog zu eben auf das Feld F1 geht, weil das ja eben das Beste war, dann folgt Springer E4 und nach. Ja, der König hat im Grunde gar nicht so viele Felder. Ja? Hat hier nur 1, 2, 3 Felder. Gehen wir eben alle schnell durch. Wenn der König nach E1 geht, dann ist sofort auf C2 Schach und Matt. Ein sehr schönes Bild, ja? Die Leichtfiguren nehmen alle Felder weg. Wenn der König nach G1 geht, folgt Springer E2. Und ja, jetzt muss die Dame sich wieder opfern. Da hat man auch nicht viel von als Weißer. Also bleibt hier quasi E3. Aber dann folgt Dame G5. Und jetzt sehen wir, dass die Königsjagd eröffnet ist. Und vor allem ist ganz witzig, dass dieser Läufer hier auf F7, der steht ja hier in einem Abzugsschach drin, aber der kommt nicht dazu, sich mal zu bewegen. Und stattdessen wird der König gejagt. Nach König D3, Läufer E2 ist die Dame schon wieder mindestens weg. Und wenn er hier den Springer schlägt, folgt Läufer F5 Schach. Und der König, ja, der kommt so ähnlich wie eben, ja, der kommt nach vorne. Er wird hier jetzt letzten Endes gejagt und matt gesetzt werden. Und ein Beispiel hier nach B4, um das Feld C5 noch abzuwehren. Nehmen wir mal an, wir würden hier Springer C3 nur als Zug spielen. Dann spielen wir Turm C5 Schach, König schlägt und wie eben auch Dame E7 Schachmatt. Und ja, B4 verhindert das immerhin noch. Aber nach Springer C6 droht Springer B4 und Springer E7. Und hier zeigt der Rechner schon matt in 5, 6, 7 an, irgendwie sowas. Da dürft ihr euch gerne mal selber durchwühlen, wenn ihr das noch wollt. Die Variante ist also auch mehr als grenzwertig für Weiß. Ja, eigentlich geht sie nicht, dieses Dame F1 hier. Und deswegen muss Weiß hier Dame E1 spielen. Und das sind so Fallstricke und Minen. Ja, wie soll ich denn als Weißspieler ohne Maschine am Brett die Unterschiede und die Feinheiten finden? Wann ist Dame E1 besser? Wann ist Dame F1 besser? Ja, und. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit quasi. Hier würde ich auf C2 schlagen. Dann Dame F1 spielen. Und nach dem Schlagen entwickle ich mich. Und jetzt versuche ich die Figuren aus der Ecke da irgendwie raus zu gewinnen quasi. Und ja, wenn ich jetzt einfach in die Ecke komme und den H8 gewinne, ja, wenn ich meinen einfach rette und den H8 hier gewinne, meiner ist gerettet, dann habe ich einfach einen Bauern mehr und kann immer gucken, ob ich das irgendwie verwandeln kann. Und wenn die Dame hier nach D3 geht mit der Idee, den hier zu fangen, ja, dass der nicht mehr rauskommt, dann sehen wir, dass Schwarz erstmal das Zentrum besetzt und aktiv spielt. Und wenn Weiß wirklich auf die Idee kommt, hier kommt jetzt, muss ich den Springer fangen, dann kommt Dame B6 Schach, König H1 und Dame A6, was den Turm wieder angreift. Ups. Und ja, das Beste für Weiß ist jetzt hier wirklich König G1 und dann quasi Dauerschach oder hin und her vielmehr. Wenn der König jetzt hier als Beispiel oder Weiß abweicht mit D3, dann hat er zum Beispiel das Problem, dass die Dame hier auf A1 jetzt nicht mehr schlagen kann, weil der D3 weg ist. Und Schwarz geht immer nach vorne. Hier muss man aufpassen, dass man Springer E4 schon nicht spielen kann. Wegen Springer schlecht E4 und dann sehen wir hier, zack, diese Fesselung. Also ihr seht, im Bemühen, die Stellung weiterzuspielen, verschlechtert sich das alles nur für Weiß. Und nach Turm C8 droht
der Springer hier auf C2 gerettet zu werden, so dass er jetzt geschlagen wird und ich schlage hier. Und jetzt auf einmal sind meine Figuren schon so aktiv mit Schwarz. Ne? Ich habe hier das Problem, dass die ganze Grundreihe von Weiß unkoordiniert ist und da sind ganz viele Motive noch drin. Der Springer geht jetzt zum Beispiel nach G3, was den Turm deckt und den Springer selber auch rettet. Aber dann folgt schon Springer E4 mit Idee der Ablenkung, ne? Weil jetzt auf den G3 angegriffen wird. Und wenn der König hier rangeht, schlagen wir den und spielen H6. Und dann sehen wir, dass dieser Läufer hier jetzt gar kein Feld mehr hat. Ja, der kann sich nicht entwickeln. Weiß hat auch noch ein Luftloch gemacht, kann also jetzt, Schwarz hat ein Luftloch gemacht. Jetzt könnte er auch noch hier versuchen, aktiv zu werden. Und die Stellung ist sogar laut Computer schon wieder etwas besser für Schwarz. Völlig überraschend und faszinierend. Und deswegen sollte Weiß hier auf dieses Dauerschach eingehen. Ja, ihr seht, es ist ein Minenfeld und am Ende des Tages kann Weiß da nur drin umkommen, ja, in der Praxis. Also Hut ab für alle, die da mit Weiß da sich einen Wolf rechnen und durchkommen. Ja. Ja, das war der Trexler-Gegenangriff mit König F1. Und nach bestem Wissen und Gewissen habe ich jetzt, glaube ich, alle kritischen Varianten mit dem Rechner durch den Rechner durchgejagt. Und ich denke, dass Schwarz da spielen kann. Ja. Denn diese ganz wenigen Stellungen, die etwas besser sind für Weiß, da muss er erstmal hinkommen. Ja, in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und was lernen. Lasst mir immer ein Like da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und im nächsten Video soll es darum gehen, die gegnerische Dame zu fangen. Und meistens geschieht das aufgrund irgendeiner Unachtsamkeit des Gegners. Aber dann können wir ja zuschlagen. Und entweder ist das, dass das Schwarz überhaupt nicht aufpasste oder dass er mit seiner Dame viel zu früh hinausgezogen ist und dann gefangen wird. Beides ist möglich, beides zeige ich. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal.